Hey und willkommen hier zum Video zu Brawl Stars. Ich bin Daniel von SimFansD und das zocke ich schon monatelang auf dem iPhone. Ich wollte es euch heute mal ein bisschen vorstellen für alle, die es vielleicht nicht kennen. Wir haben hier auch sogar einen Club, dem könnt ihr beitreten, wenn es genug Platz gibt. Und dann kann man zusammen dort zocken. Es geht darum, gegen ein anderes Team eben zu kämpfen. Es gibt verschiedene Brawler, also die Charaktere quasi, die Kämpfer. Und ja, hier gucken wir uns das einfach mal an. Das ist Juwelenjagd. Es gibt verschiedene Modi, verschiedene Karten auch. Die wechseln auch ständig durch. Und es geht eben darum, in dem Fall jetzt hier 10 von diesen Juwelen, die da auftauchen in der Mitte, zu sammeln. Und 10... Dinger dann auch zu halten und das quasi, 15 Sekunden, glaube ich, lang. Und die anderen müssen natürlich das Gleiche auch machen und wer dann eben zuerst 10 hat und die dann hält, der hat dann gewonnen. Ja, es gibt verschiedene Charaktere. Ich habe hier den Leon, der schießt hier so Bälle raus, habt ihr gerade vielleicht gesehen hier, genau, solche Energiebälle. Und wenn er trifft, dann sieht ihr unten diesen gelben Ring und wenn der voll ist, dann habe ich eine Superpower. Das heißt, ich kann mich in dem Fall unsichtbar machen. Der andere Typ hier, der Neckfuck, das ist ein Heiler, der schießt keine Bälle raus, sondern so ein breites Feuerwerk aus Noten. Und der kann dann auch mehrere gleichzeitig treffen mit seinen Noten. Wenn er seinen Superskill hat, also diesen gelben Ring hier voll hat, kann er die Freunde heilen in seinem Team. Und ja, es geht eben darum, jetzt zu gucken, dass man die besiegt. Wenn man stirbt quasi, dann kommt man wieder so an den Anfang hin. Und hier sieht man jetzt, wie man sich unsichtbar machen kann bei mir und dann kann man sich da ranschleichen. Wenn man in der Nähe von anderen Brawlern ist, dann wird man wieder sichtbar und wie gesagt, man muss das einfach jetzt hier sammeln und gucken, dass man die Gegner besiegt. Ihr seht auch diese orangenen Balken unter meiner Lebensleiste, die zeigen an, wie viele Bälle ich quasi verschießen kann. Die laden sich dann wieder auf, deswegen muss man sie eigentlich immer so ein bisschen zurückziehen, bis das wieder aufgeladen ist, denn ja, dass man eben die Gegner dann schnell besiegen kann. Oh, der hat mich jetzt erwischt hier. So. Und dann haben die jetzt hier alle gehabt, da ist die Zeit gerade runtergezählt, unser Henker hier, der hat es hier geschafft, das ist jemand, der kann schnell sprinten mit seiner Attacke und eben mit seiner Sichel dann die Gegner auch dann Schaden zufügen und ja, jetzt haben wir die Punkte und ja, haben es jetzt geschafft. 15 Sekunden gehalten hat er das, der Nice Man, zeige ich immer mal wieder mit ihm. Dann werden Punkte verteilt, der am meisten Schaden gemacht hat oder am meisten Juwelen, je nach Modi gesammelt hat, der ist dann Star-Spieler, dann bekommt man hier so Rangpunkte und wenn man im Rang aufsteigt, bekommt man bestimmte Belohnungen. Das Ganze ist Free-to-Play, das heißt, das Spiel ist kostenlos, es gibt verschiedene Modi, eben hatten wir Juwelenjagd, es gibt hier auch noch dieses Brawl-Ball, das ist so, man muss einen Fußball ins gegnerische Tor spielen, Tresorraub, da muss man den Tresor der Gegner besiegen oder eben gucken, dass der eigene Tresor nicht besiegt wird. Dann gibt es noch Ereignisse, die sind immer am Wochenende. Hier zum Beispiel jetzt Robo Rumble. Da kommen, ist in der Mitte ein Tresor und immer kommen Roboter auf einen zu und man muss eben den Tresor beschützen. Es gibt hier verschiedene Brawler, wie gesagt. Die Brawler kann man sich freischalten über Brawl Boxen. Brawl Boxen bekommt man, indem man Brawl Marken verdient und diese Brawl Marken bekommt man, indem man eben, gewinnt, dann bekommt man in der Regel 20, wenn man verliert, bekommt man 10 und es gibt immer neue Marken, alle 2 Stunden, glaube ich, kann man 20 Marken sammeln, bei 100 Marken bekommt man eine Box und das sind dann auch, Brawler drin manchmal und dann auch Upgrades, es gibt nämlich Punkte, dass man die Brawler upgraden kann in verschiedenen Leveln und je höher das Level ist, desto stärker sind die Brawler. Es ist aber ganz cool gemacht, dass immer dieses Matchmaking, also wer spielt gegen wen, das wird über einen Algorithmus entschieden, automatisch und man kann dann quasi, es wird dann anhand der Trophäen, also dieser Punkte, die man da erhält, dann auch ein Matchmaking gemacht, also spielen immer irgendwie gleich gute Spieler gegeneinander, jetzt vom Level her. Ja. Und auch die Art, welche Brawler gegen welche spielen, die werden auch ausgesucht automatisch, dass es da ungefähr ausgeglichen ist. Also, dass es zum Beispiel einen Fernkämpfer gibt, einen Nahkämpfer und so weiter. Vielleicht nochmal einen Heiler und so weiter.
Sie hat jetzt hier oben, die Penny ist das, die hat so ein Geschützturm. Das ist deren Super-Skill und die kann quasi einen Geschützturm platzieren. Wie gesagt, ich kann mich hier als Leon unsichtbar machen und ja, dann hier im Verborgenen angreifen. Und ja, der Fette, der ist ziemlich schwermütig, der muss auch stehen bleiben, wenn er seine Attacke ausführt. Und oh, das war gerade Glück hier auch noch. Schnell unsichtbar. Wenn ich unsichtbar bin und den Super Skill habe, kann ich mich auch schneller bewegen. Ist auch noch so ein Vorteil. Und wenn er seinen Super Skill hat, der unser Dicker hier, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, dann kann er, ja, sieht man jetzt hier, ne, eine Schockwelle ausfahren und dann werden alle Spieler im Radius dann eben benommen. Die können sich dann nicht mehr bewegen. Und wenn er seine Attacke ausführt, dann dauert das mal ein bisschen, hat man ein bisschen Zeit auszuweichen. Aber wenn er einen trifft, dann ist es ziemlich hart. Ja, das haut dann richtig rein. Also so gibt es verschiedene Brawler. Ich glaube insgesamt mittlerweile 27 Stück. Da werden auch immer wieder neue hinzugefügt. Es gibt auch immer verschiedene Events. Mal so ein bisschen Retro City. Jetzt hatten wir aktuell, haben wir das Sommer Event mit Strand Maps dann auch. Es gab zu Weihnachten dann zu Schnee Maps auch. Und ja, da kommt immer wieder was Neues. Wenn man dann im Rang aufsteigt, also hier kriegt man diese Trophäen, dann bekommt man ja eben bestimmte Belohnungen. Hier jetzt zum Beispiel haben wir Pam, da sind wir Level 14 und wenn man da jetzt noch mehr Trophäen verdient, dann bekommt man da diese Punkte, dann kann man die Brawler upgraden und ja, das ist so mal grob gesagt so. Ja, man kann dann hier gucken, wer ist gerade online, man hat einen Team-Chat, man hat einen Club-Chat und da kann man sich dann so ein bisschen verabreden, weil es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man mit irgendwelchen Fremden spielt, man weiß nicht, manchmal bewegen die sich auch nicht so, ne, oder machen nicht richtig oder das ist dann immer ein bisschen schwierig, man muss da immer auch ein bisschen Glück haben, wenn man dann eben mit Freunden spielt oder eben durch den Club von mir, dann kann man da, glaube ich, drauf setzen, dass die auch richtig mitspielen, wenn man die einlädt. Ja, man kann dann die Brawler upgraden, hier auch mit Münzen. Also man muss Trophäen sammeln dann auch, um im Level aufzusteigen. Da gibt es Münzen. Damit kann man dann ja eben diese Level dann, diese Ränge, also diese hochleveln. Und ja, dann sind die Brawler stärker oder bekommen dann auch ab Level 10 bekommt man dann die Möglichkeit, eben diesen Super-Skill freizuschalten. In meinem Fall bei Leon war das jetzt eben, dass der sich unsichtbar machen kann und dann sich auch noch schneller bewegt. Und wenn man den Super-Skill nicht hat, wird er nur unsichtbar, bewegt sich nicht schneller. Und deswegen muss man eben gucken, dass man im Level aufsteigt, um diese Super-Skills zu bekommen. Und ja. So, jetzt bin ich hier dieser Bogenschütze. Der schießt hier so Bogen aus. Wir haben hier den Kaktus. Der hat als Super-Skill, seht ihr in der Mitte, diesen Bereich, der Schaden zufügt und die Spieler auch verlangsamt. Ich habe Minen, also so, ich habe so Minen, wenn ich die ausschieße, dann sind die auf dem Boden, wenn jemand drüber läuft, dann gibt es eine Explosion. Hier in dem Fall ist es jetzt so, dass wir Belagerung spielen, da muss man den Geschützturm der jeweils anderen vernichten. Dazu muss man diese Schrauben sammeln und der mehr Schrauben hat, bekommt so einen großen Roboter-Belagerungsbot in einem bestimmten Level, Level 4, weil wir 4 Schrauben hatten. Und dann muss man eben gucken, dass man die, dass man hier diesen Geschützturm der anderen, hier rechts oben im Bild ist die Gesundheitsanzeige davon, eben runter auf 0 kriegt oder eben, ja, niedriger als die Gegner, wenn die Zeit hier ganz oben in der Mitte abläuft. Dann hat der gewonnen, dessen Geschützturm noch am meisten Gesundheitspunkte hat. Und in der Mitte tauchen dann eben diese Schrauben auf, die muss man sammeln. Nach einer gewissen Zeit hüpfen die dann zum Geschützturm. Man muss eben die Gegner daran hindern, die Schrauben einzusammeln, damit, ja, damit man selbst eben die Schrauben bekommt und die dann seinem Geschützturm hinzufügt. So, die sind jetzt ziemlich gut hier, die haben schon 5 Schrauben und ich fail hier gerade total ab. Die anderen auch hier im Team. Die nächste Belagerung ist jetzt hier in 3, 2, 1 und ja, jetzt haben die einen Level 7 Belagerungsbot. Wenn die ab Level 10 sind, laufen die Bots sogar noch schneller. Das heißt, es ist noch schwieriger. Ja, jetzt kann ich hier Minen legen, dem in den Weg, weil der läuft jetzt zu unserem Turm. Und wenn der drüber läuft, dann seht ihr hier, dann explodieren die so und das ist eben hier der Super Skill. Da muss man eben gucken, mit welchen Spielern spielt man zusammen. Vielleicht kann man die Skills hier auch kombinieren, um das besser zu machen und ja. Das ist so die Belagerung. Jetzt haben die uns am Turm ziemlich zugesetzt, aber relativ wenig für so einen starken Bot eigentlich, muss man sagen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in der letzten Sekunde, in den letzten Minuten jetzt quasi hier auch nochmal
Oder ist, glaube ich, die vorletzte Belagerung dann noch? Ja, wir haben noch 2 Minuten. Dass wir jetzt unsere Schrauben sammeln, damit wir den nächsten Bot eben bekommen. Jetzt läuft es wieder gut. Bei dieser, wenn ihr das spielt, immer darauf achten, dass ihr zusammen vorgeht. Weil wenn ihr alleine vorgeht und die drei warten dann schon in der Mitte, dann stirbt einer nach dem anderen, weil alleine hat man natürlich keine Chance gegen 3 Stück. Und ja, man weiß halt auch nie, wann setzen die ihre Fähigkeiten ein. Und ja, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Man muss da auch so ein bisschen planen. Jetzt wäre es eigentlich nochmal möglich, dass wir nochmal eine Runde kriegen. Deswegen sammle ich jetzt auch nochmal die Schrauben. Aber es kann auch sein, dass unser Bot jetzt natürlich den gegnerischen Geschützturm dann auch besiegt. Und ja, dann haben wir eh gewonnen. Dann gibt es keine weitere Runde mehr. Weil von der Zeit her dürfte es eigentlich nochmal eine Runde geben. Ja, der hat jetzt den gegnerischen Geschützturm besiegt. Und damit haben wir gewonnen. Starspieler war der Kleine hier. Der hat so einen Boomerang. Der prallt auch ab an Wänden und so. Und dann hat er den schneller wieder verfügbar. Und er kann sich schnell drehen, habt ihr vielleicht auch gesehen. Und dann die anderen eben weghäckseln und sich auch noch ein bisschen schneller bewegen. Dann, wie gesagt, gibt's jetzt, habe ich genügend Punkte gesammelt von diesen Marken, weil wir gewonnen haben, habe ich 20 bekommen, jetzt habe ich 100 gehabt. Damit ist mein, ja, habe ich die Box bekommen, da gibt's dann verschiedene Upgrades. Ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Events. Wir hatten jetzt Juwelenjagd, hatten wir jetzt schon, Belagerung hatten wir jetzt schon. Und dann gibt es noch Kopfgeldjagd. Da ist es so, dass man möglichst viele Kills quasi erzielen muss, mehr als die gegnerische Mannschaft. Und Showdown gibt es auch noch. Da geht es dann drum, das ist wieder Juwelenjagd. Da gibt es auch, wie gesagt, verschiedene Maps. Und bei Showdown ist es so, dass man eben der letzte Überlebende sein muss. Da gibt es dann als Solo gegen 9 andere, also insgesamt 10 Spieler, oder als Duo zu zweit gegen, ja, 4 andere Teams, 2er-Teams, auch 10 Spieler. Ja, da kann man hier sich so ein bisschen ja, verabreden, was spielt man denn? Der Leader, es können immer 3 in so einen Club rein, in so ein Team rein, und da kann man sich dann verabreden, was soll man spielen. Dann kann man sich den Brawler auswählen, welcher passt denn gut. Ich nehme jetzt mal den Kleinen hier, der hat Dynamit, dass er schlagen kann auf andere, also schmeißen kann auf andere. Und er hat eine große Bombe Dynamit, wenn er seinen Superskill hat. Und ja, Penny ist jetzt, ne, die schießt Kugeln ab. Das ist auch ganz interessant, das ist die mit dem Geschützturm. Und die kann Kugeln abschießen und die prallen dann ab am Spieler und treffen dann, fliegen dann in Richtung des nächsten Spielers. Also sie kann quasi mit einer Attacke dann die anderen mit dem Skill treffen und dann Schaden verursachen. Wenn die anderen Spieler nah beieinander stehen, ist dieser Brawler gut, ne? Und ich kann mich jetzt hier verstecken und über die Mauern dann diese Dynamitstangen schmeißen oder auch die große Bombe. Und ja, muss natürlich dann auch gucken, dass die anderen in dem Fall möglichst dann die Juwelen auch einsammeln, wenn die gegnerischen Brawler besiegt werden. Sonst, ja, weil der Kleine hier, der hat ziemlich wenig Leben. Das heißt, der ist schnell kaputt. Ne? Hier sieht man auch, ja, ich habe nur 3360. Die anderen haben da schon einiges mehr. Wobei meiner relativ hoch im Level ist in dem Fall. Ja. Und dann gibt es hier noch so ein Skill, die Prinzessin hier, die kann so mit ihrem Schirm schießt die so Teile raus. Und die fliegen ziemlich weit. Und je weiter dieses Geschoss fliegt, desto mehr Schaden wird verursacht. Dann haben wir noch die andere hier hinten rechts im Bild mit den 7 Juwelen, die wir irgendwie jetzt kaputt kriegen müssen. Die kann was schießen, und wenn dann ein anderer Brawler hinter ihr steht, also ne, von uns ein Brawler, dann bekommt er auch noch einen Schaden, weil die Münzen, die prallen dann ab und fliegen hinter dem Brawler weiter. Ihr müsst das einfach ausprobieren, ist ganz interessant, was für Skills, was die haben hier, ne? Jetzt mache ich die hier kaputt mit der Bombe und versuche das hier einzusammeln. Die haben mich natürlich hier wieder erwischt, weil ich wieder alleine vorne war. Das ist wieder sehr spannend, diese, ja, manchmal ist es wirklich knapp und auch extrem spannend. Jetzt haben die wieder 6, wir haben 8, also es ist nicht so. Ja, jetzt kann ich hier eine schöne Bombe noch schmeißen und dann ist die weg und dann können wir uns zurückziehen, natürlich zum Spawnpunkt, wo wir rauskommen, damit, wenn jemand von uns stirbt, dann in der Nähe der Juwelen ist. Deswegen immer am besten zurückziehen, ein bisschen verstecken natürlich im Gebüsch. Das sehen einen die anderen natürlich nicht. Und ja, damit haben wir dann gewonnen.
bin sogar Stars-Spieler geworden. Wahrscheinlich, weil ich viele Kills hatte, aber eigentlich relativ wenige Juwelen gesammelt hatte dann trotzdem. Ja, die anderen wollen nicht mehr. Man kann nochmal dann spielen. Wenn man einmal gespielt hat, kann man sagen, hey, ich möchte nochmal spielen. Manchmal sagen die auch nein, weil sie einfach einen anderen Brawler auswählen wollen. Und dann kommt man hier zurück, kann sich eine neue Runde auswählen. Ja, dann kann man sich noch bedanken und so. Dann ist immer ganz nett. Dann spielt man vielleicht mal wieder. Ich liebe deine Sims-Videos. Ist vielleicht immer mal ganz cool, wenn man dann wieder zusammenspielen und ein bisschen Socializing hier macht. So, last but not least, hier haben wir auch noch einen Dressurraub, den ich euch noch zeigen möchte. Hier spiele ich jetzt als, wie heißt die denn? Auf jeden Fall, hier haben wir einen Schuss. Und je weiter die weg ist von den Gegnern, desto mehr Schaden macht der Schuss. Hier geht es darum, den gegnerischen Dressur zu besiegen, also auf 0 runter zu leveln. Der hat 40.000 Health und das lief nicht so gut an jetzt hier. Wir müssen natürlich den Dressur verteidigen. Der Superskill von ihr ist, dass sie fliegen kann und dann fallen Bomben runter. Und das ist ganz gut, wenn man in der Nähe eben von anderen ist. Man muss sich da eben den Weg hier vorbahnen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Maps für jeden Modi, die ändern sich täglich. Und wenn man das dann... Wenn man dann vorkommt, dann muss man gucken, dass man dem Dressur Schaden zufügt. Wie gesagt, ich muss hier weit wegstehen. Einerseits, dass mich die anderen hier nicht treffen. Andererseits, damit ich natürlich möglichst viel Schaden dem Dressur mache. Und wenn ich jetzt hier in der Nähe bin, dann kann ich jetzt hochfliegen. Und dann kommen so Bomben. Und fügen dann relativ starken Schaden zu. Bei ihr hat es jetzt nicht gereicht, um sie zu besiegen. Ja, die Zeit läuft natürlich auch runter. Wenn die Zeit am Ende ist, dann gewinnt das Team, das am meisten noch Gesundheit hat am Dressur. Und man kann sich hier auch wieder in den Büschen ein bisschen verstecken. Da kann man da an denen vielleicht vorbeilaufen. Ist immer auch ganz cool. Dann kann man hier von Weitem jetzt hier schießen. Und dass man da mal ein bisschen Schaden auch machen kann. Man kann entweder frei zielen, indem man das Schussrad gedrückt hält. Oder man drückt einfach und dann wird das nächstgelegene Ziel eben anvisiert. Das Problem ist, die Brawler bewegen sich natürlich auch. Der Schuss braucht eine bestimmte Zeit, bis er ankommt beim Gegner und dann kann der natürlich ausweichen entsprechend. Also man muss so ein bisschen die Bewegung im besten Fall vorerahnen, damit man den möglichst dann auch trifft. Ja, es gibt auch verschiedene Brawler, deren Attacken dann verschieden schnell eben schießen. Also, ne, das Geschoss ist relativ schnell. So, jetzt kann ich hier nochmal fliegen. Der hat sich jetzt auch nochmal fast, das kann sich rollen. Ja, und der hat ist im Nahkampf ganz gut. So, jetzt haben wir noch 2%, 1 und ja, wir haben es noch geschafft hier. Yay. Aber war sehr knapp diese Runde auch sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Das ist Brawl Stars. Ich bin Daniel von simfans.de und ja, bis denn. Macht's gut. Ciao.